Gut, die Karawane kommt. Die Construction hier wird gemacht. Was ganz, ganz wichtig ist, Building, CW. Was, zu nah am Rand? Too close to edge. Ja, das gibt's doch jetzt nicht. Ich habe tatsächlich ja, ich habe tatsächlich meine Dings zu nah am Rand gemacht. Ah, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. So, jetzt lassen wir erstmal die Elfen kommen. Oh, und wir haben unseren Troll abgeholt, sehr schön. Und die anderen Tiere sind auch da drüben. Und wir haben noch einen leeren Käfig. Okay. Request und Move Goods. Crafts brauchen wir. Toys. Finish Goods. Crafts. Ein Konglomerat-Amulett. Konglomerat-Figurine auf was? View Good? Auf Dwarfs. Oh, wir haben nicht mehr genug Bins, wie es mir scheint. Jupp. Wir haben definitiv nicht mehr genug Bins. Was auf? Tiere ist Notche trotz. Okay, lass mich sowas nicht aussprechen. Wir haben aber definitiv nicht mehr genug Bins. Also UM, Q, Bin, Wood Bin. 30 Stück, sagen wir mal so. Wir kaufen von den Elfen Holz. Da liegt auch Fleisch rum im Knochenstockpile. Wie sieht es hier mittlerweile aus? Wir kommen langsam runter. Wie oft müssen wir noch? Die Ebene? Dann sind wir in der. Die Ebene? Sind wir in der? Die Ebene? Sind wir unten? Okay, dann noch dreimal. Dann sind wir endlich unten in unserem Refuse Stockpile. Was jedoch immer noch nicht so schön ist, ist, dass die Toten, also die Leichen, in unserem Dings liegen. Okay, die tun ihre Goods entladen. Okay, wisst ihr was? Designation. Nee. Stockpiles, Refuse. So, machen wir etwas größer. QS. Oh, ich habe aus Versehen rausgezoomt. Ja, so ist es besser. Da habe ich aus Versehen den Text verkleinert gehabt. Item Types. Wir wollen dort keine Skulls, also nichts von denen hier. Dann gehen wir mal kurz zu unserem Dings. Designation D. Claim. Und schmeißen die Leichen raus. So, das dürfte das Problemchen lösen. Hier oben sieht es auch einigermaßen okay aus wieder. Hier ist alles voller Blut. Hier sind sie mit Karren unterwegs. Ah ja, sie holen das Erz da hoffentlich. Und Armbrustbolzen. Oh, hat sich den... ne, eine Bronzepicke ist das. Okay. Die sind noch beim Channeln.
Die X-Boyer, die sind einfach glücklich. Hä? Ja, okay. So, können wir schon mit ihnen handeln? Nein, weil unser Trader, unser Brenno hier beim Essen ist. Wie sieht es eigentlich bei den Nobles so aus? Ah, der General, der required noch was. Wie sieht es bei ihm aus? Er hat schon mal ein decent office. Oh, und ich habe aus Versehen schon hier ein bisschen gesmoothed. Gut, Krokodil ist schwer, Troll ist wahrscheinlich auch schwer. Aber es ist gut, wenn die auf dem Stockpile kommen. Was ist suspended worden? Ist hier irgendwas suspended worden? Ja, der hier, so. Dann tu dir mal dieses Entsuspenden. Und ich glaube, ich werde hier einfach einen Graben drumherum legen. Und es ist Sommer. Wenn ich da nämlich einen Graben drum mache, können Trolle auch nicht reinkommen. Und einen Graben kann ich mir ja, glaube ich, leisten. Ich kann sogar das Wasser hier abzwacken. Wenn ich hier so ein Zweier Graben mache, ich deute das mal kurz an. Obwohl kann ich gerade nicht. So, ein Goblin wird Sir, raus. Here's the list. Looks like we're out of these things here, you see? Ach yes, we need to build some of these. Ach, und wir haben ein Mandat. Was für ein Mandat haben wir? Eine Lederrüstung. Oh, das dürften wir ja hinkriegen. UM Q Leather. Eine Lederrüstung. So, können wir uns leisten. Können wir traden? Ja, können wir. Okay. Clay brauchen wir nicht, aber Holz. Willow ist Weide, soweit ich weiß. Birke, Haselnuss. Wir nehmen Holz auf jeden Fall. Also von den Elfen Holz kaufen können wir jederzeit, nur Holz an sie verkaufen sollten wir nicht. Und Holzinstrumente brauchen wir auch nicht unbedingt. Ein Käfig nehme ich aber gerne. Willow Cage, Maple Cage, Oak Cage. Barrel nehme ich gerne. Barrels. Vor allem, wenn sie so schön billig sind. Da noch ein Barrel. Die haben hauptsächlich Holzwaffen. Da ist nichts Interessantes dabei. Aber etwas Ropeweed Cloth nehmen wir gerne. Weil noch stellen wir ja aus Pigtail kein Cloth her. Noch sind wir ja nicht so weit. Das ist auch etwas, was ich in der Dringlichkeit ziemlich weit unten anstelle. Das geht dann schon in Richtung autark werden eigentlich. Und das ist ja eigentlich unser Ziel. Also es war ja geplant, die zweite Staffel spiele ich so lange, bis wir entweder überrannt werden von irgendwas. Oder bis wir autark sind und eine Lavaschmiede haben. Redweed, Prickleberries, Fisherberries. Da gibt es ein bisschen Früchte, fruchtiges Essen mal. Splits, Quatsches brauchen wir nicht. So. Dann werfen wir mal aus unserer Seite was rein. Aber kein Bin. Und kein Leather Quiver. Keine Backpacks. Okay, ich muss das dringend einstellen.
dass Quivers und Backpacks oben in den Kasernen landen. Konglomerat Earwing, ja. Figurine, Bracelet, Scepter, bla bla, so. Und keine Chestnuts und Eschenquatsches. Das ist mal blöd. So. Trade. Seems pleased, okay. Das heißt, wir brauchen den Trader nicht mehr und wir können die ganzen Goods. Wieder abziehen. So. Ich werde jetzt eh mal die Dinger hier ein bisschen auf den Kopf stellen, denke ich mal. Habe ich dazu genug Platz? Ja, habe ich eigentlich. Obwohl, ich muss nur etwas Geduld haben. Genauso wie hier mit dem Refuse. Und in meinen Kommentaren hat mir ja, ist gut, dass da kein Fisch mehr ist. Mir hat in den Kommentaren mal jemand vorgeschlagen, ich sollte einfach einen Raum um die Ecke bauen und dort dann das, wird hier nicht mehr gechannelt? Und dort dann einfach den Refuse machen, weil sich das Miasma ja nicht um die Ecke ausbreitet. Aber sowas mache ich grundsätzlich nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich das also schon fast als Cheaten empfinde. So. Mauer ist fast fertig, dann können wir demnächst da den, ja, sagt's mir, die Decke drauflegen. Und können daraus dann den Außenbunker machen. Also dann wird hier irgendwo eine Treppe hochgemacht. Ja, sagen wir, K. Sagen wir, weg damit, so. K, sagen wir, oder sagen wir, hier so in der Ecke. Oh. Na, die Ecke ist schlecht. Die Ecke wird wahrscheinlich noch schlechter sein. Genau, die führt nämlich mitten in diesen Raum hier. Deswegen am besten, was ist mit der Ecke hier? Was wäre mit der Ecke hier? Ja, das würde da direkt hochführen. Ja, so ungefähr stelle ich mir das dann vor. So, wie sieht's mit Trinken aus? Wird immer noch fleißig gebraut. Wie sieht's mit Essen aus? Haben wir noch mehr als genug? Ah, ich soll dran denken. Flammpelmets. Genau. Prickleberries können verkocht werden, aber nicht verbraut. Genauso wie Wildstrawberries und Fischerberries. Und unser Alkohol wird eh nicht verbraut. Fischerberry Seeds, Pigtail Seeds, Plum Pelmet Seeds haben wir sehr viel. Cave Weed und Sweet Pots geht. Walknuts haben wir noch gar nicht angebaut. Das will ich auch erstmal nach hinten schieben. Weil dafür müssen wir das letzte Feld wässern. Das da oben. Und die Arbeit möchte ich mir jetzt noch nicht unbedingt machen. Solange nicht der Refuse fertig ist. Oh, da sind wir schon mal so weit, dass wir wieder channeln können. So. Und wenn wir ganz unten sind, müssen wir einen Haufen Stein erstmal aus dem Weg räumen.
Ach, I've fished all the fish there are, sonst no more fish. So, in der Schatzkammer liegt noch ein Troll. Und ein Haufen Konglomerat. Ja gut, claimt erstmal alles, was der Troll mit sich rumschleppt. Ist okay. Ah, und hier oben ist das Essen auch endlich wieder weggeräumt worden.